Hallo, liebe Zuschauer. Bei uns gibt es heute die größten Gewinner der Oscar-Nacht und Stars, die für einen Moment in dem Glauben waren, dass sie gewonnen haben. Was für eine Panne. Wir zeigen Ihnen mal, was da passiert ist, als es darum ging, den besten Film anzukündigen. Ja, was meinen Sie, wie dann bei den Partys noch diskutiert wurde über diese Panne? Da kommen wir gleich zu. Und wir schauen auf die schrägsten und die schönsten Roben vom roten Teppich. Der Goldjunge darf sich über drei Goldmädchen freuen. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Leider gibt es bei den Oscars noch keine Kategorie Bestes Outfit, Schlechtestes Outfit. Dabei legen sich die Stars immer so ins Zeug. Es ist ja auch der berühmteste rote Teppich der Welt, auf dem sie sich da präsentieren. Dementsprechend groß das Lampenfieber. So, wir wissen ja jetzt schon, welches der beste Film ist. Weitere Verwechslungen oder falsche Umschläge gab es dann auch nicht. Schauen wir noch auf die Gewinner in den anderen wichtigen Kategorien. Ladies First, es war ihre zweite Oscar-Chance und dieses Mal hat es geklappt. Ja, das war die Oscar-Nacht, eine aufregende. Und jetzt schauen wir noch, welche Nachrichten es sonst noch aus der Promi-Welt gibt. Bitte schön. Ach so, ich dachte, das ist schon bekannt, aber wer weiß. Hier geht es weiter mit der Soko München. Mehr über die Stars erfahren Sie wie immer auf unserer Facebook-Seite facebook.com/leuteheute. Und um allen Verwechslungen vorzubeugen, morgen wieder Leute heute, ZDF, 17:45 Uhr. Bis dahin, tschüss.